Ekran! Ekranen geb nicht ab, aus Wannen war. Ekran! In der Klot die End mit uns Tauteranen. Hier wählen wir eine Gaude Titan, in der wir Gott kennen lernen. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom in het programma Ekran. Dankeschön, dat u van de Oude Wie bent. En heb hier een schöne tijd met ons. Mijn naam is Eduard Giesbrecht. En ik zie hier van de online, wenn wie zijn in een rij van timers, die nennt zich Deinen as Leuven. Aber wie kennen dat ook even raar zijn, Leuven as Deinen. Wat zei wie met deze rij van timers? Wat wie gezegd han is, dat God heeft ons gemerkt, Tom Deinen, Tom, de nächsten Deinen, aber auch arm aus Gott deinen. Und von der Weile, wie denke, wort es live. Wort hat der Timer so richtig zu tun mit deinen es live? Und wie wollen da nur die live checken? Wir haben all ein Bibelfers gelesen, und dort ist, Johannes 13, Vers 34 und 35. Aber wie wollen den von der noch einmal lesen? Wenn so sagt Jesus, steht, ich gebe ihnen ein neues Gebot. Je zal nu uneinander goud zijn, krijg ze als echt jun goudje was ie. Jun lijf van onder zal je rood zo groot zijn, als mijn lijf verjunt. Want je lijf uneinander hebben, wat allemaal zijn, dat je mijn jinge zijn. Dat zeg je dat wie zal ons uneinander krijg ze goud zijn, als Jezus ons gewas is. Wie zal ons krijg ze zijn lijven? So, nu stel die vir, Jesus, die geeft sich Kriets han für uns. Hij geeft alles, wat hij had. Hij geeft sein Leben. En veel meer als bloß sein Leben geven, hij neemt onze Sünde op zich. Wo groot is sein Leib nicht für uns? Hab ik zo'n grote Leib für den nächsten, kon ik deze Leib von mij selbst, von mijn Körper, rückwatschen, dat ik zo'n grote Leib würde han? Ik leef nee. Ich glaube, wir als Menschen haben nicht kennen niemals bei dem Leib kommen, was Jesus hat. Aber wo sagt Jesus dann, dass wir uns mit dem Leib alle leben, was er für uns hat? Und ich glaube, du hast das Geheimnis gekriegt. Wo kommen wir, dass wir diese Leib kennen haben? Wenn ich glaube, wir kennen bei dir kommen, dass wir die haben. Und dort ist, wenn wir Leute arm in uns nennen, und dort hei dort merken dort in uns, dass wir diese Leib haben. In der Bibel, in der griechischen Sprache, jeft das mehr als ein Wort für Leib. Das erste, was ich würde sagen wollen, das ist der Leib, was Eros genannt wird. Eros ist eine Leib, was einer befriedete Lied ist. So befriedete Lied ist ein Portje, der Leib, was er sich einer sich feile. Dort wird in der Bibel von Eros gesagt. Und dort ist, wo sehr viel Leib ist, und dort die Leib, die kennen auch die Pfeile, die nicht Kinder Gottes sind. Die wird noch nicht Jesus hier. Die kennen sich auch für Leib und den Nächsten in sich Gott sein. Dann hast du den nächsten Leib und dort ist von Philo, redet du. Philo ist alle eine Leib, wo in der Familie, wo einer sich in einem anderen haben, ist die Mama oder die Kinder oder die Geschwister einer sich oder Freunde, grob Freunde. Dort, wo alle die Philo Leib sind. Dort ist dort wie wörtlich uns vom Hort Gott sein und abhaus einer am anderen und uns hingeben für den anderen. Aber dort hat alles noch bloß wissen, was wird, dort der Leib wird. Und dann hast du eine andere Leib, was in der griechischen Sprache beschrieben wird, und dort ist Agape. Dort wird Agape, dort ist eine Leib, von wo dort hier gerade geredet hat. Dort ist eine Leib, Söhne aus Jesus für uns hat, oder Söhne aus Gott für uns hat. In dieser Leib, die kann ein Mensch aus sich selbst nicht rausbringen, wenn er hat, nicht Agape in sich berne. So, wo kriege Agape in sich nennen, wo kriege so eine Leib, diese Leib, wo Agape ist, der hat keine, das ist kein Ober, oder kein, nee, ich war nicht da, oder das geht bloß besser wie wie. Diese Agape-Leib, die jeff alles an, das ist Jesus, die jeff sein Leben, die ist nicht taufehl. Die verjafft immer wahrer und immer wahrer. Die hielt niemals ab. Die Genau, die hat kein Eng. Das sage ich in der Bibel, die Genau, das hielt das morgens nie. Das ist alles mit der Agape verbunden. Das wird dort pack mit, was Gott kennt. Und da sage ich in der Bibel auch, dass Gott es Leib. Nicht, dass er die Leib hat. Das ist wie es Menschen, wie handt ihr die Leib? Ich habe die Leib
für mein Kind zum Beispiel. Wir hatten ein Kind. Aber ich habe die Leib für Heidi. Aber Gott hat nicht die Leib, er ist die. Wenn er ist einfach Leib, dort ist wer er ist. Und wenn wir Gott in uns nennen können, wenn wir Jesus in uns werden haben, dort ist, wenn wir diese Leib auch kennen haben, einer für den anderen. Und dort ist, wenn er dort zu sein geht, aus Christen, dort wie wirklich seine Jünger sind. Und ich weiß, das ist ein bisschen ein schwerer Punkt. Wenn einer uns Christen, wenn wir mal denken, die alle ein bisschen nur Jüde als Kinder Gottes sind, sind du nicht immer Menschen, wo uns ein bisschen schwerer fällt, in die Kirche unternehmen? Und wir denken, na, das passt mir nicht so reich. Wir wissen meist nicht, was wir mit am Gunnen sind. Und das sind, wenn es verschiedenste Sachen, einmal einfach, wenn es wie anders als Menschen sind. Der eine gleicht total so und der andere total so. Und dann fangen wir uns ein bisschen an zu rübeln. Aber wenn wir loten, dass Gott in uns nennt, kommt, dann können wir diese Person leben. Wenn es dann erst nicht mehr meine Kraft auf den Leib redet, sondern dann erst dort Gott sehen. Ich mag das vielleicht taulot, die dort stammt, aber dort erst Gott, der dort in mir redet. Ich brauche dort nicht mehr selbst sein. Dann ist jene Leib für ein anderer soll große Graut sein, als meine Leib verjüngt. Wollt für ein höher Leib, weil Gott nicht für uns haben. Nicht so, und wie hat uns nun gefragt, deinen als Leiben? So, wenn ich nun wem deine will, dann soll ich den mit dieser Leib leiben, was Jesus für uns hat. Wenn ich nun irgendwem will in Ungas geben, oder wenn ich wem will, wo hinführen, oder irgendwer, der fragt noch was Besonderes, was ich für ihn tun kann, oder ich helfe in die Kirche mit, dann tue ich das nicht von meiner Kraft, wenn ich das vergesse, sondern dann tue ich das durch Gott seine Kraft. Dann der heute Leib in mir nennt, dass ich das will, und dann geht der Leib rüht, und der Leib jäfft deine. Man muss sagen, wenn ich das tue, dann ist der Leib, was ich vergesse habe, dann wird der Leib krieg so nur meine Breite ausspreide, und dort bewies ich darin, dass ich in deine da. Und wenn ich in deine da und mein Hort in deiner Hort ist, dann bete ich mich voran, dann tue ich mich leer aus an. Dann brauche ich mich nicht gerade da, aber in seine Rauf zu kleinen, was wir all geredet haben. Und nun habe ich so viel geredet, ja, wie wollen deine, wie wollen. Und ich mache wirklich jeden Mautmerke zu deine. Aber das nächste Vers, was ich lese, was sich vielleicht so hier aus, haupt das deine wirklich Wort? Erst das deine nicht wie Jesus? In 1. Korinther 13, dort ist das Kapitel von der Leib. Dort ist das Kapitel, wo auf viel Kaste gelesen worden. Dort ist ein schönes Kapitel für die Kaste. Wo dort ist nicht bloß für Kaste geschrieben. Dort steht nur nicht im Kapitel, dort das überhaupt für eine Kaste ist. Ob so wie das Brücke kennen. Aber wer muss sein, was die dritte Vers sagt? 1. Korinther 13, Vers 3 sagt so. Wenn ich alles, was ich habe, die Arme jäuf, in mein Körper hanjäuf zu verbrennen, in den Menschen nicht gut wie, dann halt mich dort nicht. Wenn ich alles, was ich habe, die Arme jäuf, in mein Körper hanjäuf zu verbrennen. Die Arme haupe, in sich ganz hanjäuf, dort habe ich gerade gesagt, dort ist deinen. Dann sage ich dort halt nicht. Aber wenn er halt nicht, wenn dort nicht mit Leib ist. Aber wenn ich den Menschen nicht gut sehe, so ist das hier sage ich. Wenn ich den Menschen nicht gut sehe, dann haupt dort deinen Nusch. Dort ist nicht, dort ich nu, wenn ich über deine denke, dort ich dann nur die Kirche vor und sage, ich war in der Sünderschule in der Kirche haupt. Oder ich war beim Ethemerke haupt in der Kirche. Aber ich tue das bloß für Menschen, von Menschen gesehen zu werden. Oder ich tue das bloß, wenn es dann dort wird alle Menschen da. Wenn ich dort nicht für Gott da, oder dort nicht übt Leib da. Ich glaube, dann bräuchte ich dort Leib auch nicht da, wenn es dort halt nicht. Und ich glaube, wenn dort nicht halt, dann steht dort im Stich. Aber dann sagst du, Eduard, die haben hier geholfen. Aber ich glaube nicht, ich bräuchte, wie wird geratet, als bloß der Halb. Wie bräuchte der Halb? Ja. Aber wie bräuchte der Halb, was gedreht wird von Leib. Wenn es der Leib sagt, dann ist der geratste von verschiedensten Sachen. Und dann redet er in Vers 5 wieder, was Leib alles ist.
Und das ist wirklich deep. Dort sagst du, Leib ist geduldig. Aber wie trägt meine Geduld? Dann sagst du vielleicht, Eduard, ich habe keine Geduld. Weil jetzt, wenn du Jesus Christus hast und den Heiligen Geist hast, dann hast du Geduld. Wenn so sagst, dass Geduld ist eine Frucht vom Heiligen Geist. So, wenn du den Heiligen Geist hast, dann hast du Geduld. Vielleicht hast du die Geduld bloß noch nicht geäuft. Der ist vielleicht in die Bahne und du hast den noch nicht geäuft. Leib ist freundlich. Wo viele Mal sag ich so leicht Brumsch? Wenn einmal das Eten zu salt ist, sehe ich dann auch Brumsch? Aber wenn du zahlt, fehlt nicht. Leib ist nicht übrig. Leib ist nicht einkappig. Hier ist eine Stahlhülle. Leib ist nicht einkappig. Ich weiß, dass viele Mal in meinem Leben sehe ich einkappig. Und all die, die befriedet sind, die weiß von was ich rede. Wo sei allein, einer im befriedeten Leben kann einkappig sein. Und einmal glaube ich bloß, oder dass der andere, der einkappig ist. Und ich glaube, meist immer, wenn wir denken, der andere ist einkappig, dort ist da ein Krieg, wenn er wieder sind. So, Leib ist nicht einkappig. Wenn ich bloß einkappig sehe, dann lohnt ich mich nicht von Gott lehren. Leib, der pocht sich nicht. Habe ich dort neulich die ganze Zeit von dort Gaude, was ich getan habe, zu reden? Oder dass ich mal dort irgendwo wiese, dort irgendwer hat auf einmal zu sein gekriegt? Leib, der pocht sich nicht. Leib ist nicht eingeschickt. Der ist nicht nosig. Ich weiß, aus wie abwassende Junges wir in der Jugend. Und wenn wir von der Schule nach Hause kommen und wir sehr hungrig wären, dann, wenn wir beten würden und alle raufchecken würden zum Beten, wir würden auch einmal nachzielen, dort wie sie bosig aus Mählich würden, nur kaum geröpsen würden, etabernig, wie, nur dem, dort wie Amen gesagt haben. Das heißt, Leib ist nicht nur sich selbst. Der segt nicht für das eine Geld. Sie ich so gefällt, dass ich dir kaum kann nehmen, ich mir nur mal geben kann. Sie ich so rieb geworden in der Leib. Sie lässt sich nicht verbessern. Welche Wort? Viele Menschen, die sind verbessert im Leben. Sie haben eine schlechte Erfahrung gehabt, vielleicht 20 Jahre drei, oder 10 Jahre drei, und sie sind verbessert geworden. Und sie sagen, der hat mir was angetan, was mich nicht lässt, mir ein freudes Leben führen. Weißt du, wenn du dort sagst, dann ist es, als wenn du Jeff angenommen hast, wenn du hast dich verbessert, und das Verbessern ist also Jeff. Du nimmst das Jeff an, die nennen, und denkst, der andere wird davon sterben. Und so schafft das nicht. Wenn du dich verbessert, dass das bloß an die wird schleichtet. So lohnt das Verbessern ist, doch, für Jeff den, und leh wieder, wenn so das Wort dich nicht helfen. Da ist nicht nur drehend. Wenn du dann nicht verjeft hast, trägst du dort noch einmal nur, da hat dich überträgt, habe ich den mal verjeben. Ich habe den verjeben, aber weißt du was? Dort ist, und dann fangen wir an zu reden. Dreh wie dort nur, aber ich habe dort loslassen. Leib verdreht alles. Oh, das ist auch ein Wort, was mir auch quatschig. Verdreh ich alles? Ich muss sagen, ich habe mit vielen von denen noch sehr schwere Kämpfe. Aber Jesus wird mir helfen. Leib, je läuft alles. Sei hupt alles. Geduldig dreht sei alles. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Kapitel, den ich das lese. Wenn wir nur das leben in der Eihe, dann kann die Eihe sehr verschaffen. Und dort ist besonders, wenn der nächste Spruch, dort sage ich so, Leib haft kein Eng. Haft ihnen Leib ein Eng, sei er bosig ein Eng. Wenn dort Ram die alles nicht kriegt, so erst, als du wärst, dort der Fuß ein Eng hat. Fangen wir nur zu denken, wo ist der Leib in dir? Wenn du die Fälle lässt von Jesus Christus, dann wird der Leib dich verändern, und der wird dich nie merken. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann nimm ihn an, freu ihm Vergebung von deinen Sünden und kreu ihm in dein Herz nennen, er will dir eine neue Person merken. Ich möchte dich Gott sehen wünschen und weiter nächstes Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der Audio dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen wirst oder ein Zeugnis geben wirst, dann schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591-7788-4479 oder schreib uns im Facebook oder in E-Mail nur ekran@gmail.com.